kurz und wenig überraschend. So. Wie zu erwarten und wenig überraschend haben die Parlamentarier der Großen Koalition eben gerade einen Antrag vorgelegt, mit dem der Vorschlag der Bundesregierung, eine Vertrauensperson einzusetzen, Folge geleistet wird. Man muss schon so sagen, Folge geleistet ist das richtige Wort. Hier wird eben nicht auf Grundlage des Parlamentsrechts ein Ermittler zum Beispiel des Untersuchungsausschusses eingesetzt, der uns in unserer Arbeit unterstützt, sondern die Bundesregierung wird einer Person die Selektorenlisten vorlegen, gegebenenfalls auch weiteren Personen, die diesen unterstützen. Und damit hat diese Person mehr Rechte als das gewählte Parlament. Wir halten dieses Verfahren aus vielerlei Gründen für rechts- und verfassungswidrig, weil es eben die besonderen Rechte des Untersuchungsausschusses, aber auch der Opposition tatsächlich aushebelt. Wir haben hier quasi mit einer Verkehrung des Grundgesetzes zu tun. Im Grundgesetz ist formuliert, dass die Bundesregierung dem Untersuchungsausschuss Amtshilfe leisten muss bei der Umsetzung seiner Aufklärung. Das heißt eben auch Amtshilfe durch die Vorlage von Dokumenten, die dem Untersuchungsausschuss zustehen. Was jetzt die Regierung will und die Große Koalition quasi durchführt, ist genau das Gegenteil. Wir sollen zu Hilfsdienern der Bundesregierung werden. Wir sollen der Bundesregierung bei der Benennung dieser Vertrauensperson Unterstützung leisten. Das werden wir nicht tun. Das ist die Aufgabe der parlamentarischen Ehre, sage ich an dieser Stelle auch ganz deutlich. Wir sind nicht die Zuarbeiter der Bundesregierung bei der Aufklärung dieses BND-Skandals. Selbstaufklärung durch die Bundesregierung ist all die Jahre gescheitert. Wenn wir uns die vielen Fälle von Rechtsverstößen im Bundesnachrichtendienst ansehen, dieses System der fehlgeleiteten Selbstkontrolle kann nur unterbrochen werden, wenn jetzt der Untersuchungsausschuss, das Parlament, die gewählten Abgeordneten in die Lage versetzt werden, diesen Spionageskandal aufzuklären. Und eins muss man der Bundesregierung wirklich sagen, angesichts dieses Vorgehens, jetzt diese Chimäre Vertrauensperson zu erfinden, das Parlament zu riskieren und die Abgeordneten in ihren Rechten zu beschneiden, dann zeigen alle Finger auf die Bundesregierung. Wie groß muss der Spionageskandal eigentlich sein, dass man zu diesem abwegigen Verfahren kommt? Was steht in den Selektorenlisten? Wir haben gestern gehört, dass dort auch möglicherweise deutsche Politiker aufgefunden wurden. Was ist eigentlich der Skandal und wer hat hier Angst um seinen Stuhl? Das ist die Frage der Stunde und die muss beantwortet werden und die kann nur beantwortet werden, wenn wir als Parlamentarier unsere Arbeit machen können. Danke. Wurde der identische Name innerhalb des Ausschusses diskutiert, der mittlerweile draußen kursiert? Das ist dieselbe bizarre Situation, die wir jetzt schon die Tage hatten, als plötzlich dieses Vorgehen der Bundesregierung ja auch schon vorab über die Agenturen zirkuliert, bevor sie dem Untersuchungsausschuss vorgelegt wurde. Genau in dieselbe Situation wurden wir eben versetzt. Die Namen laufen draußen über die Agenturen und nicht im Untersuchungsausschuss. Das ist übrigens auch eine Missachtung des Parlaments, dass hier permanent Dinge durchgestochen werden, und zwar nicht von Seiten des Parlaments, sondern von ganz anderen. Diese Namen wurden von Teilen der Großen Koalition sogar bestritten. Es wurde gesagt, den Namen höre ich jetzt zum ersten Mal. Andere meinten, ich habe ihn schon gekannt. Wir glauben, im Hintergrund orchestriert die Bundesregierung das, was in diesem Untersuchungsausschuss passiert. Nicht nur, dass dieser Antrag heute quasi den Geist der Vorlage der Bundesregierung atmet. Wir glauben auch, dass die Personalfindung in enger Absprache mit der Bundesregierung passiert und dass das, was gerade über draußen gespielt wird, tatsächlich immer eine Vorbereitung dessen ist, was dann im Untersuchungsausschuss zu passieren hat. Eine kleine Randbemerkung. Ich finde es etwas unerträglich, wenn sehr honorige, auch Rechtssachverständige und Professoren jetzt in einer derartigen Art und Weise dann möglicherweise auch verbrannt werden. Das ist vielleicht nochmal ein negativer Beigeschmack in dieser Geschichte, den sich die Große Koalition dann auch zurechnen lassen muss. Danke. Sie wissen doch selbst, was über die Agenturen gerade läuft. Also das haben wir nicht zu kommentieren. Wir werden auch uns an diesem Verfahren nicht beteiligen, weil wenn ich sage, das Verfahren ist verfassungswidrig, werde ich nicht an irgendeiner Stelle auch noch sozusagen irgendwie durch mein Verhalten es in irgendeiner Form legitimieren. Also wir werden nach Karlsruhe gehen und die Große Koalition kann auf dem Weg weitermachen, was die Bundesregierung ihr vorschreibt. Danke.